Schau. Der Banner Servitude Volontaire, freiwillige Unterwerfung. Es ist der 22. Mai 2019. Erster Akt des sogenannten Politics Day, das Nachfolgeprojekt zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der HfG. Eine kleine Arbeitsgruppe hatte sich 2013 gebildet und seither das Gedächtnis der Hochschule befragt. Zunächst die öffentliche Bücherverbrennung im Mai 33. Der zeitlose Text fragt, warum so viele Menschen sich freiwillig unterwerfen, blinden Gehorsam ausüben, Befehlen folgen, Autoritäten anbeten, sich als Knecht wohlfühlen. Der Text von La Boétie wurde an drei Stellen 33 Mal ausgelegt, zur freien Entnahme. Vielleicht haben sich ja von den vielen mitgenommenen Exemplaren einige im Mindset seiner Leserinnen festgeklebt, sodass vielleicht doch nicht immer alles so bleiben wird, wie es immer schon war. Moment. Ist das nicht etwas überzogen? Freiwillige Knechtschaft. Wer wird denn da als Knechtin angesprochen? La Boétie hatte einen tyrannischen Monarchen im Blick, als er den Text schrieb. Die Aktualität erweist sich jedoch schnell, wenn man den einen ersetzt durch ein Ideal, eine Ideologie, ein System, etwa den Kunstmarkt oder die neoliberale Ideologie, die ganz offensichtlich die sogenannten Kreativen entlang von Selbstoptimierungszwängen unterwerfen und sie mit der Währung der Aufmerksamkeit, mit kulturellem Kapital bezahlen. Und ja, eine Institution ist genauso ein normativer Apparat, wo alles nach Plan, regelbasiert, nach Gesetzen zu funktionieren hat und kaum jemand auf die Idee kommt, sich dem Apparat zu widersetzen. Die effizienteste Form der Unterwerfung ist schlicht jene, die Unterworfenen an ihrer Unterwerfung selbst teilnehmen zu lassen. Das wusste bereits La Boétie.